Was geht, meine Osi-Fighter-Hoser hier und heute mit dem LR Team Bardock Guide. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr alles richtig macht von Null auf, damit ihr sowohl LR Team Bardock bekommt, als auch sein komplettes Team. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Wenn euch das Ganze im Endeffekt gefällt, gerne ein Like lassen, falls ihr neu da seid und das Ganze unterstützen mögt, ebenso gerne ein Abo da lassen. Vielen lieben Dank dafür. Aber gut, fangen wir wie gesagt von Null auf an. Um eine Kopie aus den Missionen vom LR Team Bardock zu bekommen, müsst ihr die Teammitglieder aus Bardock seine Crew auf 100% bringen im Hidden Potential System. Dadurch gibt es einen Dupe. Einen zweiten Dupe gibt es aktuell auch durch die Missionen. Das zeige ich euch gleich, wie genau das geht am Ende des Videos. Und weitere werden sicherlich in der Zukunft hinzugefügt. Jedenfalls, Freunde, die einzelnen Teammitglieder erhaltet ihr aus ihren jeweiligen Stages. Die Stages wechseln sich unter der Woche jeden Tag ab. Am Montag ist das Event von Borgos Online, oder die Stage, besser gesagt, am Dienstag das von Tora, Mittwoch Fascha, Donnerstag Bardock und Freitag Shugesh. Ich werde euch gleich an Tora zeigen, die Vorgehensweise, wie genau ihr jedes einzelne Teammitglied von 0 auf 100% bringt, indem ihr sie auf SC10 bringt, alle Dupes öffnet und die Orbs farmt. Denn sie haben eigene Free-to-Play-Orbs, diese müsst ihr euch aus den Stages erfarmen und sie auf 100% bringen. Ich blende euch hier mal an der Stelle die benötigte Anzahl der Orbs für die jeweiligen Charaktere an, nutzt das quasi als Cheat-Sheet, schaut an den Boy, der das erstellt hat, und orientiert euch daran, wie ihr die Orbs dann farmt. So, wie gesagt, die Stages wechseln sich unter der Woche jeden Tag ab. Und unter der Woche droppen sowohl die Charaktere als auch die Orbs. Am Wochenende sind alle Stages auf einmal online, also Samstag und Sonntag. Jedoch könnt ihr am Wochenende nur die Orbs farmen, die Charaktere selbst nicht. Die Charaktere droppen unter der Woche. Das Event aber selbst, Freunde, ist permanent online. Also falls ihr mal an einem Tag einen Charakter verpasst habt, nicht schlimm. Ihr müsst dann quasi auf den Tag warten, bis das Event wieder erscheint. Alles klar, dann zeige ich euch nun die Vorgehensweise, wie ihr jedes einzelne Teammitglied von 0 auf 100% bringt, indem ihr sie auf SC10 bringt, alle Dupes öffnet und sie im Endeffekt dann Token umlegt. Am Beispiel von Tora mache ich das. Ihr müsst es logischerweise auf jedes einzelne Teammitglied anwenden. Wenn ihr die Stage schon einmal geschafft habt, so wendet ihr am besten für die nächsten Male euren Boost an. Wenn ihr euren Boost aktiv habt, dann erhöht ihr eure Drop-Rates logischerweise, bzw. bekommt das doppelte zweifach Rewards. Okay, dann nehmt ihr irgendein Team, Freunde, mit Hauptsache ein Team wählen, mit dem Team schafft ihr das definitiv. Das ist, also das ist kein schweres Event, das ist nur reines Gefarme. Okay, wie gesagt, unter der Woche könnt ihr die Charaktere erfarmen aus der Stage selbst, und zwar indem ihr gegen sie kämpft. Tora ist jetzt quasi als Gegner, er ist als Tora. Tora selbst, wenn ihr ihn besiegt, könnte eine Kopie von dem Tech Tora, dem Free-to-Play, droppen. Es ist eine Chance. Wenn ihr aber gegen die Great Ape-Version der Charaktere kämpft, also hier kann auch zum Beispiel die Great Ape-Tora erscheinen, dann droppt garantiert ein Charakter. Okay, was ihr jetzt macht, ist folgendermaßen, Freunde. Ihr erfarmt euch die Orbs der Charaktere. Ich habe euch, wie gesagt, die Anzahl eingeblendet. Links droppen die S-Orbs, in der Mitte die M-Orbs und rechts die L-Orbs. Unter der Woche habt ihr noch die Chance, auf die Jindujun-Wolke zu gehen, und dann kommt ihr hier auf diese Route. Hier droppen vermehrt S-Orbs, in der Mitte vermehrt M-Orbs, am Ende L-Orbs, und ihr habt dann, wie gesagt, die Chance, die Charaktere zu erfarmen. Am Wochenende könnt ihr nur auf dieses Feld, das hier ist dann blockiert, und ihr könnt dann quasi direkt hier zum Ausgang. So, meine Vorgehensweise ist hierbei folgendermaßen. Ich hole mir erstmal für den Charakter die L-Orbs, beziehungsweise mache ich ein paar Runs, indem ich erstmal die Route der L-Orbs nehme, und wenn ich dann so um die 200, 220 L-Orbs habe, denn jeder Charakter braucht um die, also maximal um die 300, sage ich mal, da werfe ich halt immer ein Auge, immer einen Blick auf die Anzahl der Orbs, die jeder Charakter braucht. Und wäre gut, wenn man das vermeidet, also wenn man die Zweierschritte so gut es geht weghaut, damit man eben immer die Einserschritte hat und so gut wie alles einsammeln könnte. In dem Fall habe ich ein Feld verpasst, nicht schlimm. Jedenfalls gehe ich hier erstmal primär auf die L-Orbs, bis ich 200, 220 habe. Dann gehe ich auf die M-Orbs, bis ich so auch an der Grenze bin, was ich maximal für den Charakter brauche. Und dann gehe ich auf die S-Orbs, sodass ich das mehr oder weniger gleichmäßig verteile und so gut wie alles auf einmal bekomme. Beziehungsweise habe ich für jeden einzelnen Charakter einem so um die 1,5 Stamina verbraucht. Was soll ich damit? Einmal komplett meine Stamina geleert und dann nochmal ein halbes Mal mit der Vorgehensweise, sodass ich dann jeden Charakter auf, ja, die nötige Anzahl an Orbs hatte und sie auf 100% bringen konnte. Wie gesagt, versucht immer jedes Feld mitzunehmen, die Zeier wegzuhauen. Manchmal kann man das natürlich nicht verhindern, ist so. Und hier haben wir jetzt quasi Great Ape Tora, und Great Ape Tora droppt garantiert eine Kopie von dem Free-to-Play Tora. Mit einer Wahrscheinlichkeit können die Charaktere als Great Ape, wie gesagt, als Gegner auftauchen. Und genau, deswegen, das Event ist ganz easy, Freunde. Nehmt irgendein Team, geht da rein, klatscht das zur Seite. Achtet einfach, wie gesagt, darauf, bei der Anzahl der Orbs,
guckt immer so nach eurem Stand, okay, wie viele Ops habe ich jetzt, wie viele L-Ops habe ich, wie viele M-Ops habe ich, wie viele S-Ops habe ich. Und dann geht quasi nach und nach, versucht ihr die nötige Anzahl der Orbs euch zu erfarmen. Dann müsst ihr die Charaktere natürlich auf SC10 bringen, das zeige ich euch gleich, wie das geht. Auf 100% bringen, zeige ich euch ebenso, wie das geht. Und ich sage euch auch, wie ihr im Dupe-System bei Siegeln könnt, seit Crit, Additional Attack, Dodge und seine Fort. Und wie ihr die Dokkan-Medaille bekommt, um sie Dokkan zu awaken. Wie gesagt, wenn ich eine Stage mal hier geschafft habe, gucke ich, okay, wie ist mein Stand. Okay, ich habe hier an der Stelle 189 L-Ops, würde zum Beispiel nochmal eine Stage machen, indem ich die L-Ops-Route nehme. Dann würde ich mich eher konzentrieren auf die M-Ops, dann auf die S-Ops, sodass ich mehr oder weniger gleichmäßig alle Orbs auf einmal habe, die ich brauche, um den Charakter auf 100% zu bringen. Aber gut, wir wechseln mal kurz auf JP, denn hier habe ich alles schon vorbereitet. Ich habe hier alles, was ich für Toda brauche. Ich habe hier an der Stelle alle Kopien. Wir bringen gleich auf SC10. Ich habe alle Orbs mir gefarmt und die Medaillen bekommt ihr aus den Missionen. Wenn ihr jede Stage von jedem Charakter bis zu 20 Mal macht, so bekommt ihr die Medaillen, die ihr für sie braucht. Jeder einzelne Charakter braucht 5 Medaillen, um ihn zu awaken. Ihr bekommt aus den Missionen 6 Stück und da müsst ihr quasi im Endeffekt, wie gesagt, jede Stage, jedes Charakters bis zu 20 Mal schaffen, sodass ihr die auch die Medaillen bekommt, um die Charaktere zu awaken. Denn ich kann nochmal kurz hier reingucken, Freunde, und das euch zeigen. Shugesh braucht 5 Medaillen aus seinem Event, Bardock 5, Fascha 5, Toda an der Stelle 5, sowohl als auch Borgus 5. Und dann müsst ihr die Boys and Girls Dokkan awaken. Ich habe das für jeden schon gemacht, außer für Toda, damit ich euch zeige, wie das von 0 auf geht. Also gut, die Toda droppt mir natürlich auch aus der Stage, wenn ihr die Orbs habt. Deswegen bei mir sind so und so viele gedroppt. Ihr nehmt sie her, nutzt sie als Trainingspartner, um die SA von dem Boy auf SA 10 zu bringen. Müsst ihn einmal natürlich auch hochtrainieren mit euren Training-Items. Dann tun wir ihn gleich Z-Awaken auf den UR-Status. Dann müssen wir ihn wieder, hier an der Stelle, Batz, müssen ihn wieder trainieren. Nutzen die weiteren Toda, um ihn auf SA 10 zu bringen. Und natürlich werde ich dann hier an der Stelle noch 4 weitere nutzen, um die Dupes von ihm zu öffnen. Im Dupes-System, das zeige ich euch auch gleich. Dann bringen wir den Boy natürlich auch auf 100%. Und ich gehe kurz drauf ein, was ihr quasi im Dupe-System gehen könnt bei jedem einzelnen Charakter. Und wenn ihr dann jedes Teammitglied auf 100% habt, bekommt ihr die erste Kopie aus der Mission von Team Ella Bardock. Das zeige ich euch gleich. Zuvor natürlich ganz wichtig, wenn ihr ihn auf SA 10 gebracht habt oder schon zuvor, öffnet definitiv die Dupes von dem Boy. Das heißt, wir brauchen nochmal hier 4 weitere Toda, um die Dupe-Pfade zu öffnen, sodass wir ihn dann quasi im Endeffekt auf 100% bringen können. Danach könnt ihr ihn Dokkan awaken. Ihr braucht, wie gesagt, die 5 Medaillen aus den Missionen. Tut ihn Dokkan awaken, dann habt ihr den Toda auf der TOR-Version. Die Sache bei den Free-to-Play-Charakteren ist doch, 6 Dupe-System, es ist nicht klassisch wie bei anderen Charakteren, dass man zum Beispiel bei einem Tech-Charakter auf 20 Crit kommen könnte, 6 Additional Attack. Sie haben ihre eigenen Skill-Level, sag ich mal. Bei Toda könnte ich auf 15 Additional Attack gehen. Nur 15 Additional Attack. Additional Attack wäre bei Toda gar nicht mal so schlecht, sage ich euch gleich wieso, wenn wir uns das für die ganzen Charaktere anschauen. Aber ich wollte noch ein bisschen Crit geben, wobei man ihn auch eventuell noch ein bisschen Dodge geben kann. Könnte, weil er ein Supporter ist. Ich aktiviere ihn mal hier aber jedoch auf 100%. Dann schalte ich nämlich die Mission frei und bekomme meinen ersten Dupe für Team Bardock, für den LR Team Bardock mit den Voice Drops. Man kennt's. Da sind schon die Missionen, Freunde. Der ist auf 100%. Ich habe im Prinzip alle Teammitglieder auf 100%. Aus der Mission bekomme ich jetzt nun, wie gesagt, die erste Kopie von meinem LR Team Bardock. Die zweite Kopie gibt es, wenn man 50 Mal mit dem Team Bardock Stages schafft. Richtig gehört, Freunde. Das hier ist die zweite Kopie. Und mit diesem Team Bardock, wie gesagt, müsst ihr 50 Stages schaffen, dass ihr die zweite Kopie aus der Mission bekommt. Alles klar, jetzt zu der Frage jedoch, wie man im Dupe-System gehen könnte bei jedem einzelnen Charakter. Schauen wir uns die Charaktere mal kurz an. Unstar macht Fasch hier. Supreme Damage tut Angriff und Verteidigung senken. Alles klar. Sie hat Verteidigung 90%, High Chance gegnerischer Angriff zu dodgen und tut für Key sorgen, wenn Bardock im Team ist. Das heißt, die Dame hat schon eine Chance zu dodgen und deswegen könnte man bei ihr auf Crit gehen, Rest Additional Attack. Wir gucken uns das Ganze bei Toda an. Der Boy Toda kann Angriff und Verteidigung mit jeder Super Attack stacken und er ist ein Supporter. Und zudem könnte er uns eventuell noch heilen. Das heißt, dass er Angriff und Verteidigung stacken könnte, wäre gut, wenn man bei ihm auf bisschen mehr Additional Attack geht. Man könnte auch, wie gesagt, da ein Supporter ist, auf Dodge gehen oder man tut es mehr oder weniger ausgleichen mit Additional und Crit. Ich wollte ihm ein bisschen Crit noch geben. Bin bei ihm deswegen auf 12 Additional Attack, 3 Crit. Aber ich könnte es noch ein bisschen mehr ausgleichen, nämlich auf mehr Crit gegangen wäre. So ist nicht. Bei dem Boy Borgos ist das folgendermaßen. Und zwar tut er hier, hat eine Medium Chance zu stunnen. Alles klar. Und er hat Attack mit 90%, bekommt zusätzlich Attack mit 30%, wenn er gegen einen kämpft. Und wenn er gegen 2 oder mehr kämpft, macht eine Additional Super Attack. Das heißt, bei ihm würde ich Crit gehen, Rest Additional Attack. Also mehr oder weniger ausgeglichen. Ich zeige euch gleich im Prinzip, wie genau ich sie verteilt habe.
Shugesh erhöht seine Verteidigung mit jeder Super Attack und der Boy hat Attack und F 90%, macht garantiert einen Crit, wenn der Gegner gestunt ist und stunt den Gegner, wenn er gesealed ist. Bei dem würde ich auch ausgeglichen gehen. Vielleicht ein Ticken mehr Additional Attack, weil er eben durch die Super Attack seine Verteidigung stacken kann. Und Bardock, unser Boy, kann den Gegner sealen. Das heißt, eine Super Attack reicht bei ihm, denn dann ist der Gegner gesealed und gut ist an der Stelle. Er bekommt pro Key 18% und an Damage Reduction pro Team Bardock Mitglied, das heißt, bei ihm würde ich auf Crit gehen. Rest Additional Attack. Und wie gesagt, bei Toda bin ich auf 12 Additional Attack, 3 Crit. Fascher sitzt bei mir auf 8 Additional Attack, 7 Crit. Wir haben hier Borgos 7 Additional Attack, 7 Crit. Wir haben Bardock mit 16 Crit, 4 Additional Attack. Und bei Shugesh bin ich hier so gut es geht auf Additional Attack gegangen, weil er eigentlich selbstständig durch die Passive critten kann, wenn die Bedingungen stimmen. Ich bin hier bei 8 Additional Attack, 7 Crit gekommen. Falls ihr bei irgendeinem Charakter mal eine Korrektur machen wollt, Freunde, im Endeffekt, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ihr bei Tora hier jetzt doch noch auf ein bisschen Dodge gehen wollt, dann könnt ihr das ändern, indem ihr diese Knoten zurücksetzen, indem ihr entweder 10 Stones ausgibt oder den ein und denselben Charakter nutzt. Also bei Free-to-Play-Charakter den nutzt ihr natürlich den ein und denselben Charakter, weil ihr ihn farmen könnt. Bei Toda kann ich das jetzt jedoch nicht, weil er auf der Theo-Version ist. Das heißt, ich müsste ihn hier einmal reversen. Manchmal ganz kurz, um das Ganze euch zu zeigen. Und zwar reverse den Boy ganz kurz. Und jetzt könnte ich eben die ein und dieselbe Kopie nutzen, um hier den Pfad zurückzusetzen und es eventuell nochmal neu verteilen zu können. Also, dass ich jetzt im Prinzip Level 1 Additional Attack ihm nehme und Level 1 Dodge gebe. Aber ich bin zufrieden, so wie er ist. Deswegen lasse ich den Boy so. Da geht es aber natürlich nicht, ihn wieder zurück zu Awaken, zu seiner Ursprungsform, beziehungsweise zu der TUR-Form. Das könnt ihr natürlich auch machen, ihr müsst da nichts verschwenden. Könnt das easy peasy bei dem Menüpunkt machen. Bei dem LR ist es jetzt folgendermaßen: Mit der 12 Key erhöht der Great Leader den Angriff für eine Runde und macht Colossal Damage. Mit der 18 Key Mega Colossal Damage erhöht Angriff der Superclass Verbündeten um 30% für eine Runde. Passive technisch ist er ja ein Supporter. Also Superclass gibt Attack mit 30%, zusätzlich Team Bardock nochmal Attack mit 30%. Das heißt, er selbst hat Attack mit 60%. Und könnte potenziell viel Schaden bekommen. Er ist, um es kurz zu sagen, ein Supporter. Also ich erwarte von ihm kein nicht viel Damage, sage ich mal. Soliden Damage, um es sozusagen, sollte soliden Damage machen als LR. Aber im Endeffekt werde ich bei ihm wahrscheinlich komplett auf Dodge gehen als Endcharakter. Auf 20 Dodge und 3 Crit, 3 Additional Attacks, sodass er von allem etwas hat. Warum auf voll Dodge? Weil er ein Supporter ist, Freunde. Ich werde ihn als Supporter spielen, immer rein und raus rotieren. Das heißt, falls ich mal ihn mitnehme in Super Bad Road, eventuell könnte er in eine Super Bad Road Stage kommen zu dem Team Bardock oder zu irgendeinem schwierigen Event. Da ist die 20% Dodge-Chance nicht schlecht für so Support-Charaktere. Ihr könnt aber auch sagen, nein, ist ein LR, ist LR Team Bardock. Ich will bei ihnen quasi auch ein bisschen auf Damage gehen. Dann könnt ihr auf Crit gehen, Rest Additional Attack zum Beispiel, ja. Also als In-Charakter könnt ihr auf 15 Crit kommen, 6 Additional Attack und 5 Dodge. Oder ihr sagt euch, ihr macht es ein bisschen ausgeglichener, 12 Crit, 9 Additional Attack und 5 Dodge. Aber lange Rede, kurz Sinn, im Endeffekt werde ich bei ihm wahrscheinlich auf 20 Dodge gehen. Beziehungsweise können wir das noch gar nicht, weil wir erst noch einen Dupe haben aktuell, nämlich das Ganze aufnehme. Weitere Dupes werden hinzugefügt. Aber so viel im Prinzip dazu, wie ihr alles richtig macht in Bezug des Team LR Bardock, wie ihr sie komplett Free-to-Play erfarmt von Null auf. Ich muss den Boy noch natürlich auf Level 150 bringen, LR Team Bardock. Ich werde mir noch seinen Dupe holen aus den Missionen und dann werde ich noch quasi ihn auf SA 20 bringen müssen, bevor ich einen Showcase raushauen kann. Beziehungsweise werde ich wahrscheinlich auch noch einen 55% Showcase raushauen, aber mir fehlen gerade noch Kais, deswegen vorerst dazu. Die Tage wird noch ein Showcase-Video kommen. Lasst mich, wie gesagt, gerne wissen, wie ihr das Ganze gefunden habt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.